Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, es war 1993, als der Vorrang des gemeinsamen Unterrichts von Schülern mit und ohne Behinderung von der KMK beschlossen worden ist. Später sprach man dann von Integration, seit 2009, seit der BRK, dann meist von Inklusion. Es ist einerseits ja sehr, sehr gut, dass Inklusion in diesem Hause so oft auf der Tagesordnung steht. Und gleichzeitig ist es aber auch, denn es zeigt ja, wie wichtig uns die Sache ist, aber gleichzeitig ist die Häufigkeit, mit der wir hier über Inklusion in Ausschüssen und Plenum sprechen, auch ein Zeichen dafür, dass immerhin fast 30 Jahre nach dem KMK-Beschluss es im Schulgebälk knistert, dass oft Unzufriedenheit herrscht und dass die Belastung, Sie sprachen es an, Frau Ministerin, eben nicht ab, sondern zugenommen hat. Dabei, meine Damen und Herren, ist das Problem durchaus auch hausgemacht, denn bis auf den heutigen Tag existiert keine allgemein wissenschaftlich anerkannte Definition, was Inklusion eigentlich genau ist. Ich spreche deswegen auch deswegen meist lieber von gemeinsamem Unterricht oder von Integration, aber sei es drum, denn damit verbunden ist der Umstand, dass man sich offensichtlich auch hier im Haus gar nicht einig ist und wohl auch bei der Jamaika-Koalition, wo man eigentlich genau hin will, was das Ziel der Reise ist. Für Links-Grün können die schillernden Begriffe Leitbild, Grundhaltung, Weiterentwicklung der Inklusion ja nur heißen Abschaffung der Förderschule und konsequenterweise auch des Gymnasiums mit dem Ziel einer Einheitsschule. Andere eiern darum, sie wollen nichts Falsches sagen. Für uns steht fest, den größtmöglichen Bildungserfolg für alle Kinder bietet nochmal ein differenziertes Bildungssystem, ein differenziertes Schulsystem mit Förderschule und Gymnasium und dass dabei der Stellenwert des gemeinsamen Unterrichts in keiner Weise angetastet wird, das versteht sich wohl von selbst. Allerdings, nicht um jeden Preis, den Qualitätseinbußen darf es weder bei der Wissensvermittlung geben, noch bei der behindertenspezifischen Förderung. Es wäre nämlich auch nicht im Sinn der KMK oder im Geiste der BRK. Wie steht es jetzt eigentlich um die Qualität der sonderpädagogischen Förderung? Ist sie an Regelschulen etwa genauso hoch wie an Förderzentren? Und falls nein, in welchen Bereichen lässt sie sich nicht oder nur eingeschränkt realisieren? Und wie könnte man das ändern? Um das herauszufinden, deswegen habe ich eine große Anfrage gestellt und ich war mir durchaus bewusst, dass das viel, viel Arbeit verursacht. Und ich bitte Sie, Frau Prien, meinen herzlichen Dank an Ihre Mitarbeiter im Ministerium mitzunehmen. Bei meinen Fragen habe ich mich an den sogenannten sonderpädagogischen Standards orientiert. Man kann diese durchaus als Qualitätsstandards bezeichnen, die, Achtung, ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, nicht zu unterschreitende Qualitätsniveaus schulischer Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarfen beschreiben. So der Verband Sonderpädagogik VDS, bei dem ich selber viele Jahre Mitglied war. Auf Deutsch gesagt heißt das, überall, wo behinderte Kinder unterrichtet werden, sollten diese Standards gelten, egal ob im Förderzentrum, am Gymnasium oder in der Gemeinschaftsschule. Beispiele für solche Standards beziehen sich etwa darauf, ob Differenzierungs- und Therapieräume vorhanden sind, ob Wände und Decken gedämmt sind, schallabsorbierend, ob Visualisierungsmaßnahmen vorhanden sind oder auch ganz schlicht, ob rollstuhlgerechte Sanitäreinrichtungen vorhanden sind. Aber auch andere nicht materielle Aspekte lassen sich erfassen, zum Beispiel, ob behindertenspezifisch unterrichtet wird, wie häufig Elterngespräche stattfinden, ob Kontakte zu Mitschülern, die eine ähnliche Behinderung haben, möglich sind und. Gerade bei den Fragen nach den äußeren Rahmenbedingungen, also zum Beispiel die nach der Ausgestaltung von Differenzierungsräumen, habe ich mir durchaus mehr Informationen erhofft. In der Antwort macht die Landesregierung sich ein wenig einfach, indem sie einfach sagt, dass entweder die Schulträger darüber Bescheid wissen, wie diese Vorgaben umgesetzt sind, oder dass in den Standards ja keine Einzelheiten festgelegt seien. Ja, das stimmt. Einzelheiten nicht, aber man hätte durchaus ganz pragmatisch einmal exemplarisch an die Sache herangehen können und einmal untersuchen können, wie sieht es genau an unseren Schulen aus. Und Ähnliches gilt auch für die Fragen, die sich etwa auf die Gestaltung des Unterrichts beziehen. Natürlich ist sowas
schwer zu fassen und zu vergleichen, aber die Antwort der Landesregierung, dass diese Aspekte im Lehrplan Sonderpädagogik formuliert sind, führt dann wirklich nicht weiter. Da liegen sie gut, und wie es in der Praxis aussieht, ist eine ganz andere Frage. Und darum sollte es doch gerade gehen, zu wissen, in welchem Maße behindertenspezifische Unterrichtsmethoden im Schulalltag zum Einsatz kommen. Ist das durchgehend der Fall, nur manchmal der Fall oder nur stundenweise oder gar nicht? Denn ein Kind, nehmen wir zum Beispiel mal ein Kind mit einer Lernbehinderung, für das kommt es ganz entscheidend darauf an, ob fachspezifische Prinzipien wie etwa Handlungsorientierung, die Anknüpfung an die Lebenswirklichkeit des Kindes, einfache und begleitende Sprache, genügend lange Pausen und unmittelbare Rückmeldung des Lernerfolgs, ob die zum Einsatz kommen oder nicht. Daran, an solchen Kriterien, bemisst sich für das Kind die Qualität des Unterrichts, und Sie können sich vorstellen, dass auch andere integrativ beschulte Kinder, etwa mit einer Hörschädigung, Sehschädigung, Autismus, Verhaltensauffälligkeiten, Sprachbehinderung, ebenfalls solche Ansprüche stellen, und diese Ansprüche sind eben die Grundvoraussetzung dafür, dass es zu einem erfolgreichen Lernen in der Integration kommen kann. Ja, ich glaube, ich habe die Intention meiner großen Anfrage verdeutlichen können. Es geht darum, Eltern in Zukunft genauer und detaillierter beraten zu können, was kann vor Ort geleistet werden und was kann vielleicht nicht geleistet werden, damit das Kind schulisch und sozial integriert wird. Es geht darum, alle Beteiligten zu sensibilisieren, vor allen Dingen auch die Regelschullehrkräfte. Natürlich sind zunächst einmal Annahme, Wertschätzung, Grundvoraussetzungen. Das heißt aber nicht, dass die weitergehende Professionalisierung zweitrangig wäre. Und es geht summa summarum auch darum, die Qualität vom gemeinsamen Unterricht zu verbessern, detaillierter zu beschreiben, dass wir wegkommen vom gefühlten Wissen. Dazu gehört allerdings auch zu realisieren, dass es eben nicht nur Herausforderungen, sondern auch Grenzen des gemeinsamen Unterrichts gibt. Ich weiß, dass einige damit Probleme haben, schon mit dieser Aussage. Aber solch ein Denken zeigt uns nur, dass hier wohl der Ideologie mehr Wert beigemessen wird als den tatsächlichen Bedürfnissen. Wäre es anders, würde eben nicht immer direkt die Frage kommen, ja, wo wird das Kind denn beschult? Es muss doch die Regelschule sein. Wichtig wäre die Frage, was ist für dieses Kind das Wichtigste? Und wenn diese Frage eben nicht nur rhetorisch im Mittelpunkt steht, dann wird man konsequenterweise auch genauer hinsehen, wenn es darum geht, wie und wo diesen Bedürfnissen, diesen Bedarfen entsprochen werden kann. Meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, dass die zugegebenermaßen theoretisch anmutenden sonderpädagogischen Standards in der Zukunft einen festeren Stellenwert in der Praxis haben werden als bisher. Sie ermöglichen nämlich sowohl im konkreten Einzelfall als auch beim Thema Inklusion insgesamt eine realistische Beschreibung der Ausgangslage. Sie ermöglichen gezielte Maßnahmenplanungen und sie beschreiben konkrete Zielsetzungen. Und das kann nur heißen, sollte heißen, höchstmögliches behinderungsspezifisches Förderniveau und gleichzeitig höchstmögliches Allgemeinbildungsniveau für alle Schüler, für jeden Schüler. Lassen Sie uns im Bildungsausspruch weiter über diese große Anfrage sprechen, denn wir müssen doch wissen, wo wir hin sollen, wohin soll die Reise gehen, wie soll Inklusion in 5, in 10 Jahren realisiert werden. Und selbst wenn wir uns nicht morgen, nicht übermorgen, dann direkt auf das Ziel wirklich vereinbaren können, ist eins klar: Inklusion braucht Professionalität. Vielen Dank.